Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video habe ich eine niegelnagelneue Überwachungskamera von Insta, und zwar eine Überwachungskamera für den Außenbereich konzipiert. Hierbei handelt es sich um die Insta IN 9020 Full HD. Bei dieser Kamera handelt es sich um eine Außenüberwachungskamera, die natürlich dreh- und schwenkbar ist. Besonderheit dieser Kamera, diese bringt auch noch einen vierfach optischen Zoom mit. Diese Kamera möchte ich mir hier in diesem Video mit euch näher anschauen. Ich möchte diese Kamera mit euch zusammen installieren und ich möchte mir zum Schluss des Videos natürlich auch noch mal die Videoqualitäten dieser Kamera bei Tag sowie natürlich auch bei Nacht näher anschauen. Beginnen wir einfach mal mit den technischen Features dieser Kamera. Die Insta IN 9020 Full HD Kamera hat folgende Features. Wichtig, diese Kamera unterstützt natürlich Infrarot-Nachtsicht und auch sehr wichtig, sie hat einen PIR-Wärmesensor. Die Besonderheit des PIR-Bewegungssensors, dieser arbeitet wie ein Bewegungsmelder und erweitert somit das Alarmspektrum dieser Kamera. Standardgemäß arbeiten ähnliche Kameras nur mit einer Bewegungserkennung. Hier können wir die Bewegungserkennung mit diesem PIR-Sensor erweitern, was also bedeutet, hier erkennt die Kamera gezielt Personen und so können wir dann zum Beispiel Fehlalarme durch wackelnde Äste oder wackelnde Sträucher ausschließen. Die Kamera verfügt natürlich auch über ein eingebautes Mikrofon. Auch dieses kann natürlich zur Alarmierung herangezogen werden, was also bedeutet, die Kamera kann auch auf Töne reagieren und so auch Alarm auslösen. Auch ein besonderes Feature dieser Kamera ist der integrierte vierfache optische Zoom. Dieser ermöglicht es uns, diverse Bildausschnitte näher heranzuholen und somit natürlich auch das Objekt besser in Augenschein nehmen zu können. Da es sich hierbei um einen optischen Zoom handelt, haben wir natürlich keinen Qualitätsverlust. In Verbindung mit der 355 Grad Schwenk sowie natürlich auch der 90 Grad Neigefunktion dieser Kamera können wir so natürlich das komplette Umfeld um die Kamera, um unser Objekt herum überwachen. Die Kamera verfügt natürlich auch über einen Micro-SD-Slot. Dieser ist schon mit einer 16 GB Karte bestückt. Diese kann problemlos gewechselt werden. Dafür einfach hier unten die Abdeckung öffnen und eine kompatible Micro-SD-Karte einlegen. Ich empfehle hier eine Micro-SD-Karte von namhaften Herstellern zu verwenden. Wichtig, verwendet hier bitte eine Micro-SD-Karte der Klassifizierung U1 bis maximal 128 GB. Wichtig zu erwähnen, ihr könnt natürlich die Karte an dieser Kamera wechseln, ohne das Garantiesiegel zu durchbrechen, was also bedeutet, die Garantie der Kamera bleibt erhalten. Als Bildsensor hier bei dieser Kamera kommt ein Panasonic WDR-Sensor zum Einsatz. Durch Wide Dynamic Range wird natürlich das Bild kristallklar aufgezeichnet. Das gilt für Tag- wie natürlich auch für Nachtaufnahmen. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf die Spezifikationen. Diese Kamera hat natürlich eine Alarmauslösung. Wie ich es euch schon mitgeteilt habe, diese fungiert über PIR und Bereichserkennung. Besonders gefällt mir an dieser Kamera die Aufnahmefunktion. Diese ermöglicht uns eine Aufnahme 3 Sekunden vor der Alarmierung. Das hat natürlich große Vorteile. Konkurrenzkameras oder ähnliche Kameras zeichnen erst bei direkter Alarmierung auf. Das hat leider den Nachteil, dass hier meistens schon der Täter durch das Bild gelaufen ist. Hier haben wir 3 Sekunden vor Alarmierung schon eine Aufzeichnung und somit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dann dementsprechend das Subjekt noch im Videobild zu erwischen. Des Weiteren unterstützt natürlich die Kamera auch eine Alarmbenachrichtigung per App. Es gibt zusätzlich noch eine Cloud. Diese Cloud ist von Insta, also handelt es sich hierbei um eine deutsche Cloud. Wir haben natürlich auch eine HTML5 Web-Oberfläche. Diese ermöglicht uns, die Kamera natürlich auch über dem Webbrowser zu bedienen. Die Kamera unterstützt Fotoserien. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Live-Videos abzugreifen von der Kamera und natürlich auch live die Geräusche von der Kamera abzugreifen. Als besonderes Sicherheitsfeature arbeitet diese Kamera natürlich auch im HTTPS-Standard, was natürlich diese Kamera auch besonders sicher macht und somit auch vor Fremdzugriffen besser schützt. Schauen wir uns als erstes den Lieferumfang der Kamera an. Ich habe euch einfach mal den Lieferumfang hier zusammengestellt. Wir sehen, wir haben hier unseren Hauptkörper. Besonderheit, wir haben hier 2 Befestigungsmöglichkeiten. Einmal eine Deckenbefestigung sowie natürlich auch eine Wandbefestigung. Besonders gefällt mir hier natürlich auch, dass 2 Bohrschablonen im Lieferumfang enthalten sind. Diese Bohrschablonen können aufgeklebt werden. Das erleichtert uns natürlich das Arbeiten ungemein. Bevor wir die Kamera aber an unseren Standort installieren, empfehle ich, die Kamera einzurichten. Hierfür gibt es 2 Methoden, einmal die kabelgebundene Methode sowie natürlich auch
die WLAN-Methode. Aus Erfahrung weiß ich, dass oftmals die WLAN-Methode bevorzugt wird. Wir verbinden unsere Kamera mit dem Anschlusskabel und unserer WLAN-Antenne. Um die Kamera sicher auf unserem Tisch zu platzieren, verwende ich hier den Befestigungsfuß für die Deckenmontage. Ich stelle die Kamera einfach hier hinein und öffne die Webseite des Installationsassistenten. Diese findet ihr in der Bedienungsanleitung der Kamera. Haben wir diese Webseite geöffnet, wählen wir unsere Sprache und natürlich unser Kameramodell aus. Hier gibt es nun zwei Installationsmöglichkeiten, einmal die kabelgebundene LAN-Installation und die WLAN-Installation. Wir wollen hier die WLAN-Installation durchführen und klicken auf diesen Schritt. Wir folgen nun den Bildschirmanweisungen. Wichtig, verbindet hier die Kamera noch nicht mit dem Stromnetz. Wir begeben uns nun zu unserem Router. Betätigen hier die WPS-Taste. Alternativ kann man dieses auch in der Web-Oberfläche des Routers tun. Nun verbinden wir unsere Kamera mit dem Stromnetz, lassen sie hochfahren und sie wird sich automatisch mit dem WLAN unseres Routers verbinden. War die Verbindung erfolgreich, wird uns dieses in der Regel am Router angezeigt und wir haben die Kamera erfolgreich mit unserem WLAN-Netz verbunden. Um auf die Kamera nun zugreifen zu können, verwenden wir unser Kamerasuchtool von Insta. Dieses können wir auf der Insta-Seite direkt herunterladen. Nach dem Herunterladen und Installieren dieses Tools können wir gezielt nach unserer Kamera in unserem Netzwerk suchen. Haben wir sie gefunden, klicken wir die Kamera an und kommen zur Konfiguration. Hier melden wir uns an, indem wir den Benutzernamen Admin und das Passwort Insta eingeben. Haben wir unsere Kamera erfolgreich mit unserem Netzwerk verbunden, können wir unsere Kamera am Bestimmungsort installieren. Haben wir die Kamera nun erfolgreich installiert, lassen wir die Kamera hochfahren, loggen uns noch einmal auf der Web-Oberfläche ein und wichtig als allererster Arbeitsschritt, wir suchen nach einem neuen Firmware-Update. Sollte hier eines vorhanden sein, installiert dieses bitte. Nun könnt ihr eure Kamera verwenden. Schauen wir uns noch einmal kurz einen kleinen Test dieser Kamera an, was also bedeutet, wir schauen uns einfach mal die Kamera bei Tageslicht an. Ich habe hier eine kleine Aufzeichnung gemacht, wir testen einfach mal, wie sich so die Kamera verhält. So, das wäre das Videobild dieser Kamera und hier hört ihr natürlich auch gleich mal den Ton, den diese Kamera aufzeichnet. Es ist leider sehr, sehr windig, deswegen werden wir sehr viele Windgeräusche im Ton haben. Dasselbe wiederholen wir natürlich auch nochmal nachts. Die Kamera hat natürlich Nachtsicht und wir schauen uns einfach mal hier die Bildqualität bei Dunkelheit an. Zur reinen Bedienung der Kamera. Die Kamera kann natürlich über die Web-Oberfläche komplett bedient und gesteuert werden, was also bedeutet, wir können unsere Kamera schwenken, neigen, natürlich auch im Bild zoomen und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, den Fokus manuell einzustellen. Wenn wir diese Möglichkeit nicht nutzen, die Kamera kann natürlich den Fokus auch automatisch greifen. Alle weiteren Einstellungen dieser Kamera werde ich jetzt hier in diesem Video nicht erläutern, sonst würde dieses Video ganz schnell mal 2 Stunden lang werden. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen werde ich hier eine andere Strategie fahren. Wir machen es folgendermaßen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dieser Kamera oder kommt mit irgendwelchen Funktionen nicht zurecht, so stellt mir diese Fragen doch einfach unten in die Kommentare. Sind diese Fragen sinnvoll und ein Video wert, so werde ich einfach nochmal ein Video zu dieser Kamera machen, in der ich einfach gezielt diese Fragen beantworte. Somit erhaltet ihr dann eure nötige Antwort und alle anderen haben auch etwas davon. So, und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis, diese Kamera wurde mir netterweise von Insta zur Verfügung gestellt, damit ich sie testen und ausprobieren kann. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung.
Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so schaltet noch zusätzlich das Glockensymbol ein. Dieses befindet sich neben dem Abo-Button. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.